So, liebe Freunde, machen wir den Hattrick voll in dieser Woche. Nachtschicht Nummer 3. Und die beginnt natürlich wie immer mit Rolltreppe fahren hier im Potsdamer Hauptbahnhof. Was wir vorhaben, das erzähle ich euch gleich. Jawollo, es ist auch heute wieder der 22.07 nach Magdeburg mit der Buckauer Nacht. Und ja, wie immer aufgeteilt in Zugfahrt nach Magdeburg Hauptbahnhof. Danach geht es weiter als Leerpark nach Buckau. Dann Zug von außen waschen, Zug von innen reinigen. Und dann als Leerpark morgen früh um 3.46 Uhr wieder zurück zum Hauptbahnhof. 4.19 Uhr Abfahrt. Zurück nach Potsdam, 5.50 Uhr Feierabend und für mich Wochenende. Ja, freue mich schon drauf. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Was Aufregendes passiert, so neben der Fahrerei. Mal gucken, vielleicht sehen wir ja was Spannendes. Ein Kollege hat mich schon darauf hingewiesen, ich soll bei Kilometer 60,8 Richtung Magdeburg mal gucken. Er habe da irgendwas nah und am Gleis liegen sehen. Bin jetzt mal gespannt, was das wohl sein könnte. Na, wir halten mal die Augen offen. Ich berichte euch dann, was das eventuell gewesen ist. Vielleicht war es ja auch Janisch, Schatten oder so. Man weiß es nicht. Jo, moin ihr Lieben, wir haben es 5 Minuten nach 0 Uhr und ich bin mittlerweile wieder in Magdeburg-Buckau angekommen. Zur Fahrt vollkommen problemlos, reibungslos, verspätungslos und da bin ich ganz stolz. Wir sollen ja irgendwie 47 oder so in Magdeburg ankommen und ich habe 47 und 20 Sekunden am Bahnsteig gestanden und die Türen geöffnet. Also tatsächlich hat es auch mal geklappt. Am Abend zwischen Herrenkrug, Neustadt und Magdeburg Hauptbahnhof pünktlich zu fahren. Ich habe so den Verdacht, irgendwer hat zugehört in Leipzig und hat mich genau dafür einmal durchgelassen. Vollkommen egal, richtig cool. Ja, jetzt sind wir dann hier rüber gefahren. Zweite Aufgabe ist ja als Leerpark dann vom Hauptbahnhof hier rüber zu fahren. Und bei der Einfahrt ins Werk hat mir die Fahrdienstleiterin für Buckau Güterbahnhof das Rangiersignal noch gegeben. Ich bin dann drüber natürlich mit Befehl 40 und so weiter und war gerade drüber, klingelt das Telefon und da sagt sie, ja verdammt, ich hatte gehofft, dich noch vor dem Signal zu erwischen. Die haben nämlich hier scheinbar eine Weichenstörung in Buckau, sodass also das erste Sperrsignal im Werk in Buckau schon wieder AP0 gezeigt hat. Da bin ich dann vorsichtig drauf zugerollert. Die Weichenwärterin hat mir aber gesagt, dass ich noch durch kann, also geradeaus rüber geht's noch. Ja, und jetzt ist gerade in Erklärung, ob ich hier meine Vorbereitungsdienste mache oder ob ich zuerst zum Waschen fahre. Nötig hätte es der Zug. Heute sind wir mit dem 013 unterwegs. Also sieht, der wäre wirklich mal dran, auch mit Front und Heckwäsche. Ja, bin mal gespannt. Die wollte sich gleich melden. Solange muss ich den Zug hier aufgerüstet stehen lassen, damit ich den Funk noch empfangen kann. Ja, mal gucken, was da draus wird. Geht ja auch gerade erst so richtig los die Nacht. Ich bin gespannt und halte euch wie immer auf dem Laufenden. Und natürlich auch jetzt schon mal zwischendurch, wenn euch Fragen einfallen, schreibt mir die sehr, sehr gerne unten in die Kommentare rein. Ich habe aus dem letzten Video einige Fragen schon mitgenommen. Mal gucken, ob wir es schaffen, da nachher einige von zu beantworten. Und wir müssen dran denken, die Auflösung vom Quiz. Bis später. Jo, hat geklappt. Die Weichenwärterin hat uns vorlassen können. Die Weiche betrifft nicht unsere Rangierwege hier in Buckau. Und dementsprechend, ihr seht es da hinten schon am Blitzen, der Schlitten, der uns hier durchziehen soll, der ist schon unterwegs. Ich warte jetzt noch auf mein Signal zum Lösen der Haltebremse. Und dann geht's einmal durch die Wäsche.
So, ihr Lieben, mittlerweile haben wir es 1 Uhr und 59 Minuten, eine Minute vor 2. Ich stehe wieder auf dem Wartegleis EU7 hier in Magdeburg, also das Gleis, was zum Magdeburger Hauptbahnhof hin zeigt. Neben mir ist ein Kollege von, ich glaube mittlerweile heißen sie DB Start, und tankt seine Linz. Das ist auch ganz witzig. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal im Schnelldurchlauf ein paar von euren Fragen. Zum letzten Video hat Hurricane Harry, auch ein geiler Name, die Frage, wieso hebst du bei 8,22 die Hand? War da ein Fan im Wagen? Nee, ist da nicht. Blödsinn. Nein. Warum eigentlich auch nicht? Könnt ihr mal gucken. Nein, also folgendes. Wir haben ja am Anfang und am Ende unserer Züge die Kameras, mit denen wir rausgucken können. Und wenn der Kollege abfährt, dann grüße ich immer noch mal in Richtung Kamera. Das wird auch sehr oft oder meistens wahrgenommen. Ich nehme das auch wahr, wenn ich eine Übergabe habe und der Kollege noch mal winkt. Das ist einfach nur nett gemeint. Ein Wink an den übernehmenden Triebfahrzeugführer. Moba 3362 fragt, vierstellig für einmal Zugwaschen. Ja, ist tatsächlich so. Das könnte man sicherlich auch in Eigenleistung machen, aber man muss bedenken, so ein Zug ist auch ziemlich hoch. Und der hier, den ich aktuell fahre, der ist 160 Meter lang. Und das könnte ganz schön dauern, daran rumzuschrubben und den dann abzuspritzen hinterher. Und tatsächlich läuft da eine Katze auf dem Gleis. Alter Schwede, wartet mal. Unglaublich. Ja, wir sind halt mitten in der Natur. Also zurück zum Zügewaschen. Ja, das ist leider so teuer. Und in unserem Fall werden ja auch die Fronten noch mitgewaschen an den beiden Triebköpfen. Das ist dann sogar noch mal ein bisschen teurer. Kostet sogar mehr als, ich glaube, die normale Zugwäsche kostet irgendwie rund um 1000er und 1200 bis 1300, wenn die Fronten mitgewaschen werden müssen. Ist halt nun mal so. Ist eine Riesenanlage, die muss betrieben werden, kostet auch Geld. Dann haben Norbert Pole 1284, nicht, ja, Entschuldigung. Genau, Hurricane Harry hat noch eine Frage gestellt, und zwar, Entschuldigung Norbert, wieso hast du dich nicht für den Fernverkehr entschieden? Und dazu passt die Frage von Michael Gartenbahn. Würdest du gerne mal ICE fahren? Persönliche Frage. Abgesehen von dem Außerhausschlafen, macht doch bestimmt auch Spaß, 250 zu fahren. Wie ist deine Meinung dazu? Ich fasse das mal beides zusammen. Warum habe ich mich nicht für den Fernverkehr entschieden? Ich fand damals und finde auch heute noch das Angebot meines Dienstherrn ganz toll, dass mein Dienstende dort ist, wo mein Dienstbeginn ist. Und ich bin tatsächlich nach der normalen Schicht wieder zu Hause. Das war mir ganz wichtig. Trotz alledem will ich nicht verhehlen, ich würde furchtbar gerne einen ICE fahren. Es ist ja so, dass hier die ODEC wird in absehbarer Zeit keine ICEs oder Vergleichbares einsetzen. Zumindest wäre mir das nicht bekannt, und das wäre auch ganz schön verwunderlich. Würde ich wirklich gerne mal fahren. Ich habe einen Führerschein, ich habe auch die E-Traktion, also mit einem Fahrlehrer wäre das möglich. Das Problem an der Sache ist, ich bin nicht bei der DB angestellt, die ja die ICEs betreiben oder fahren, und dementsprechend darf ich es schon wieder nicht. Das ist sehr, sehr schade, aber ja, auf jeden Fall würde ich gerne mal mit 250 oder noch schneller durch die Lande peitschen, da hätte ich echt richtig Bock drauf. Juti, und dann noch Grüße an Basti, der schreibt nämlich, er fängt seinen Quereinsteig am 1.10. in MD an. Das soll wahrscheinlich Magdeburg heißen. Und wenn du deinen Quereinsteig dann angefangen hast, dann wirst du nicht mehr schreiben, dass du in MD unterwegs bist, sondern in LM. Das kommt dann alles später. So, Feinsletterin hat gesagt, es dauert noch einen Moment. Da sind noch drei Züge vor mir, die gewaschen werden müssen. Und nebenan der Kollege muss mit seinem Dieselzug ja auch wieder raus. Das heißt, für uns heißt es ein bisschen Pause. Und deswegen werde ich jetzt da drüben in meine Tasche gehen. Da ist der Kaffee drin. Den werde ich mir jetzt gönnen. Bis später. Jo, ich sag mal guten Morgen zusammen, denn mittlerweile haben wir es 6 Minuten nach 4. Und wir stehen wieder zurück am Magdeburger Hauptbahnhof, 4:19 soll es hier rausgehen.
Das heißt 4.14 Uhr anmelden beim Fahrdienstleiter. Kurze Schrecksekunde da vorhin noch. Ich bin dann aus dem Reinigungsgleis rausgefahren, was wieder voll schön war. Liebe Grüße wie immer an die Jungs und Mädels nach Buckau. Es ist immer wieder schön, euch zu besuchen. Ja, dann ich komme oben im E1-Gleis an, da wo ich mich aufstellen muss, um zum Hauptbahnhof zu fahren. Und schwuppdiwupp hier vorne die beiden Monitore für Tacho und Systeme funktionieren nicht mehr. Und die Fahrdienstleiterin war so nett und hat mir schon Ausfahrt gezogen. Da musste ich dann ein bisschen spuchten, aber es ist doch noch alles ans Laufen gekommen. Aber dann ganz kurz mal ein bisschen geschwitzt. Ja, ansonsten läuft's gut. Zugbegleiter ist auch schon am Zug. Zweiter Zugbegleiter sehe ich gerade. Nähert sich auch schon der hinteren Tür. Also sind wir heute Morgen vollständig besetzt. Na, das ist doch schön und dann kann es in ein paar Minuten losgehen. Ich hoffe zu einer recht ereignislosen Fahrt. Das wäre schön. Und dann geht's ja innen frei. Ich freue mich schon mal ein bisschen drauf vorneweg. Ja. Achso, ja genau. Eine Frage noch aus von einem der vorhergehenden Videos. Da steht morgens Afrika, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, die war im Angebot oder so. Ist ja auch egal. Also bis später. So, ungewöhnliche Einfahrt in Potsdam heute mal. Nicht auf Gleis 4, sondern auf Gleis 2. Da fährt mein Zug auch schon wieder dahin. Kollege Reno aus der Ausbildung hat den übernommen. Und fährt den. Und witzig ist, hier auf Gleis 4 ist der ICE, der vorhin in Magdeburg noch so seine Problemchen hatte. Jetzt gehe ich mal die Kollegin Zugbegleiterin begrüßen und sage ihr, hab dich doch wieder eingefangen. Ja, die haben wohl irgendwie Probleme mit der Rollstuhlrampe. Na juti. Ja, ansonsten, danke fürs Zuschauen. Schreibt eure Fragen wie immer unten drunter und wir haben schon wieder das Quiz vergessen. Na komm, das lösen wir gleich noch. Aber gleich erst. Sudle, und weil im Potsdamer Hauptbahnhof noch so ein schöner Vierer ICE rumsteht, habe ich mir gedacht, lösen wir doch schnell noch die Frage auf, die wir im vorletzten Block behandelt haben. Es ging um die beiden Zahlen, die da am Drehgestell standen. Und die eine Zahl haben die meisten von euch vollkommen richtig gelöst. Das ist die sogenannte Länge über Puffer. Das war die größere von den beiden Zahlen. Ja, bei Triebfahrzeugen heißt es natürlich Länge über Kupplung. Und damit ist die Kupplung auch mit eingeschlossen, um diese Frage auch zu beantworten. Und die andere Zahl, die kleinere Zahl, die da stand, die kann von Wagen zu Wagen unterschiedlich sein. Und da kommt ihr auch schon drauf, richtig. Es ist nicht die Wagenlänge. Viele von euch haben Drehzapfenabstand geschrieben. Das ist im Grunde genommen richtig, auf gar keinen Fall falsch. Ganz richtig wäre aber Drehgestellmitte zu Drehgestellmitte. Der Abstand von Drehgestellmitte zu Drehgestellmitte. Und analogisch ist in der Drehgestellmitte der Drehzapfen. Also ja, im Grunde genommen ist das richtig aus dem Handbuch, aber Drehgestellmitte zu Drehgestellmitte. Hätten wir das auch erklärt? Juti, jetzt aber. Ich wünsche euch und mir ein schönes Wochenende. Zwei Tage habe ich frei und dann fahren wir Regionalbahn und dieseln uns ein bisschen durch die Gegend. Bis dahin, haut rein, bleibt neugierig und gesund. Schreibt eure Fragen in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.